Eindruck, dass es wahrscheinlich möglich ist, eine Regierung der politischen Mitte zu gründen in Salzburg. Wir sind im Zeitplan. Der Zeitplan sieht vor, dass wir so fertig werden, dass am 27. Mai unsere jeweiligen Parteigremien auch damit befasst werden können. Ein paar Dinge müssen wir noch diskutieren, die sind auf einer offenen Punkteliste drauf, die werden wir dann zu einem späteren Zeitpunkt, wenn dann der Sack zugemacht werden soll, miteinander durchbesprechen. Derzeit sind wir wirklich sehr wohltuend in einer starken inhaltlichen Debatte, das tut uns gut, ohne bereits auf einzelne Ressorts zu schielen, das hat sich auch beim letzten Mal sehr bewährt. Für die NEOS ist es besonders erfreulich, dass wir hier auch auf Augenhöhe verhandeln, und es ist ein klares Zeichen, dass drei miteinander wollen und nicht miteinander müssen. Und wir werden Abstriche machen müssen, aber trotzdem Punkte von uns durchbringen. Wir haben halt zeitweise einen anderen Zugang, da muss man sich auch an uns gewöhnen. Wir haben uns auch an die beiden Verhandlungspartner gewöhnen müssen. Es geht nicht um Durchsetzen, es geht nicht um Recht haben, sondern es geht darum, gemeinsam ein gutes Paket für Salzburg und seine Zukunft zu schnüren. Ich habe bereits erklärt, dass ich nicht im Regierungsteam sein werde, aber dass mir ein guter Verlauf der Verhandlungen ein sehr großes Anliegen ist. Wir haben uns darauf verstanden, dass wir ein Bundesmuseum für österreichische Fotografie nach Salzburg holen wollen. Wir haben uns entschlossen, Salzburg zum lehrlings- und lehrerfreundlichsten Bundesland in Österreich zu entwickeln. Wir wollen ganz massiv in den Breitbandausbau in den Regionen investieren. Der Bereich Umwelt, Nachhaltigkeit, Klimaschutz soll sich ja so wie bisher durch alle Kapitel ziehen. Wir haben noch nirgends unsere Erwartungen runterschrauben müssen. Wir diskutieren uns das aus. Raumordnung, Verkehr ist noch ein ganz großer Punkt. Auch das gesamte Kapitel Verwaltung, der gesamte Komplex Finanzen, der ja alle Bereiche bestimmt, den werden wir dann am Ende behandeln.